Ein herzliches Willkommen zurück zu Rezept für Desaster. Da sind wir wieder. Und heute in der zweiten Folge wollen wir hier das Restaurant eröffnen. Also es ist schon offen. Es kann auch gleich losgehen. Ich kann schnell zeigen, was ich gemacht habe. Wir haben ja Rezepte editiert. Hier im Rezepte-Editor. Ich habe es jetzt auch verstanden. Wir haben das Lager, wo wir gleich um 11 Uhr eine Lieferung bekommen. Wie spät ist es? In einer halben Stunde. Und wir haben jetzt Folgendes auf der Karte. Wir haben Hähnchen, Hähnchen-Pommes, Steak-Pommes, Mais und Steak-Pommes. So. Deshalb, weil da brauchen wir nur 4 Zutaten für so ein großes Kartenangebot. Für so ein großes Angebot. Und ich habe die Preise überall ein bisschen tiefer gemacht, als der das setzen würde, so wie uns das empfohlen wurde. Sag's mal so. Gut, da wird gerade alles knapp, aber das sollte ja nicht so schlimm sein. So, da wird gekocht. Und was uns natürlich noch fehlen, was wir dann dringend als nächstes machen sollten, ist ein Zubereitungstisch und die weiteren Geräte. Also wir können es eigentlich sehr gut erkennen hier. Wir brauchen jetzt noch einen Backofen und eine Kochplatte natürlich, sowie eine Arbeitsplatte, damit wir dann auch Salat, Gewürze und all das, was dazu gehört, da benutzen können. So, viele Gäste warten. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel bedienen können, das ist das andere. Wir können ja schon mal ein paar Tische hinzusetzen. So, oder kann ich die auch jetzt bewegen? So ist Klonen. Kann es nur so duplizieren, hier in die Ecke. So, da passt noch einer. Hier gleich vor die Tür. Aber hier passt noch einer und danach müssen wir aufräumen, glaube ich. Ah, der hat sogar die Einstellung mitgenommen, das ist ja noch besser. Stimmt. Aufwand normal. Ah, und da kann man die Priorität auch noch einstellen. Gut. Was ich vergessen habe, was mir gerade einfällt, hier saubere Bereiche zu erstellen. Ich würde sagen, das gehört zusammen. So, da sind alle verantwortlich. Das ist immer das Beste. Und hier sind ebenfalls alle verantwortlich. Je nachdem, wer Zeit hat. Ich bin gespannt, wie gut die KI ist und das auch aufteilt. So, der bedient jetzt da zum Beispiel. Wir können natürlich auch Zweiertische machen. Wir müssen mal ein bisschen zuschauen. Aber so wie es aussieht, das ist aktuell egal, ob die einen Tisch haben oder nicht. So, sie haben gute Arbeit geleistet da. Da wird frittiert. Philipp hat es nicht so im Griff. War das das Menü da? Kann ich jetzt irgendwo sehen, was verkauft wird? Vielleicht im Lager. Steak ist einmal verkauft. Hühnchen schon ein paar Mal. Pommes aber auch. Mais eher weniger. Die spannende Frage ist halt auch, wie wird das bestimmt, ob ein Rezept gut ist oder nicht? Das ist halt so die Sache. So, und hier, das ist tatsächlich das Bild, was man bewertet. An dem sollte ich es eigentlich erkennen. So, und wir können auch bei Gästen eine Charakterübersicht sehen. Die Sterne... Nochmal Pause. Die Sterne unten rechts sind dir bestimmt aufgefallen, oder? Das Bewertungsmenü ist dein engster Verbündeter und du wirst merken, dass Zuhören und Reagieren der schnellste Weg zum Erfolg sind. Niemand mag die Gerichte auf der Speisekarte. Die Leute beschweren sich über deine geschmacklose Dekoration. Das Servicepersonal ist langsamer als ein Haufen Schildkröten. Anfragen verraten dir genau, was die Gäste wollen und sich von deinem Restaurant in dieser Gegend erwarten. Ah, und hier sehen wir noch, was die Leute da gerne mögen. Gegrillt und Rindfilet. Aha. Ich kann auch da die anderen anschauen. Frittiert Hähnchenflügel. Ja, okay. Und wir müssen hier drauf achten. So, und es geht natürlich hier um die Beliebtheit.
Alles scheint am richtigen Platz zu sein, aber du hast nicht mehr viel Zeit, etwas zu verändern. Sieh dir die Gästeanfragen im Bewertungsmenü an und erstelle etwas Neues, um die Beliebtheit deines Restaurants zu erhöhen. Erstelle auf Wunsch eines Gastes ein Rezept. Aha. Und 4 Tische gleichzeitig besetzen, das haben wir schon. So, was gibt's denn da? Sieht nett aus. Toilette unbenutzbar. Gegrilltes Rindfilet, Hähnchen, Pommes war gut. Gegrilltes Rindfilet. Also, dann machen wir wohl Steak Pommes war günstig, wirklich großzügig hier. Ja, habe ich auch günstig gemacht. Dann machen wir immer noch genug Gewinn. Gefühlt. Oder gefühlt auch nicht. Das ist das andere. So, das heißt gegrilltes Rindsfilet. Ist das nächste Rezept. Ja, und ich werde die Namen so nennen und ich kann es immer noch während der folgenden Pause jeweils wieder abändern. Wir schauen mal, wie weit wir so kommen mit dem Mix. So, dann würde ich hier noch ein Frittieren hinmachen. Das sollte nämlich genau... Ah ne, das war hier. Gemüse. Da habe ich die Pommes dann doch noch gefunden. So. Jetzt müssen wir hier wieder auswählen, was so ähnlich aussieht. Ja, eigentlich sieht überhaupt nicht so aus. Nehmen wir einen Spieß. Ist schon gut so. Okay, ich würde das so lassen, ohne da jetzt noch Gemüse oder so zu ändern. So, dann gefällt das dem auch. Gehen wir hier schnell auf das. Es sind schon 2 Seiten. So, hier ein bisschen runter. Und dann sind wir am Tutorial-Ende. So, und jetzt kann ich zum nächsten Level. Ich möchte mal zuerst zurück ins Menü schnell. Da sind wir wieder zurück im Menü. Ich glaube, wir waren schon richtig. Wir haben jetzt hier diese beiden Tutorials abgeschlossen und könnten jetzt in der Kampagne das erste Level starten. Übrigens, ein Mehrspielermodus ist auch noch geplant. Soweit man das da drin sehen kann. Also das Game ist im Early Access erschienen, wenn es mir recht ist. Und sollte weiterhin hier unterstützt werden. So, zunächst einmal vielen Dank, dass du uns auf diese Reise begleitest. Wir wissen deine Unterstützung wirklich zu schätzen. In der jetzigen Early Access Phase hast du die Möglichkeit, die ersten paar Level der Kampagne zu spielen. In jeder Stage gibt es eigene Ziele, die es zu erfüllen gilt. So, man soll sich auf jeden Fall das Tutorial anschauen. Ja. So. Das ist der Prolog, ein unerwarteter Gast. Thomas Keller. Vor ein paar Monaten hast du deinen allerersten Teilzeitjob als Burgerbrater bei Sloppy Joe's im Stadtzentrum angenommen. Um Eindruck zu hinterlassen, bist du nach Feierabend heimlich geblieben, um an einem neuen Rezept für eine Spezialsoße für den berühmten Vulkanburger zu arbeiten. Gestern hast du beschlossen, einen Kunden heimlich etwas von deiner experimentellen Soße zu verpassen und sie ist großartig angekommen. Ich dachte, er liegt jetzt im Krankenhaus oder so. Nun, wie sich herausgestellt hat, ist dieser Kunde ein berühmter Influencer und lässt nun Follower in Scharen in das Restaurant strömen, die Teil des Ganzen sein wollen. Der Manager ist heute nicht zur Arbeit erschienen und hat offensichtlich Panik. Jetzt liegt es an dir, den Rest des Teams unter Kontrolle zu behalten und mit diesem plötzlichen Zustrom hungriger Kunden fertig zu werden. Okay, wir haben dann eine aktuelle Lage, also Budget und Beliebtheit. Und dann haben wir hier 5 Tische gleichzeitig besetzen. An einem Tag 150 durch Speisen verdienen. 8 Tische bedienen. Und 5 Gerichte für 70 Euro oder mehr verkaufen. Und für einen Fehlschlag die Beliebtheit unter 30%. Ja, es ist also eher so mit Level aufgebaut. Das geht ja so, das gefällt mir jeweils. Es kommt drauf an, wir müssen zuerst schauen. Nicht zuerst die Kritik abgeben, bevor man nicht schaut. So, erstmal den Müll entfernen. Wir haben hier alles da, was wir bereits hatten. Gut, und ich kann natürlich auch hier beim Sloppy Burger bearbeiten. Dann sehe ich, wie das gemacht ist. Wir haben hier Grillieren und Frittieren. Mozzarella, Mais, Tomate in die Fritteuse. Das ist mir auch neu irgendwie.
Frittierenschritt, Grillenschritt und dann zusammenpacken. Burgerbrot, Rinderhack, Kümmel. Okay. Ich würde sagen, wir eröffnen es einfach mal so. Und drücken mal auf Play und schauen, was passiert. So, die Ziele klappe ich ein. Ambiente packen wir wieder raus. Personal müssen wir noch schauen. Wir haben 4 Leute. Mein Charakter ist auch dabei, den ich erstellt habe. Sieht jetzt plötzlich anders aus. Ja, der hat auch ein sehr hohes Skill-Level. Also der muss in der Küche angestellt werden. Der kann nichts anders. Gehen wir mal. Irgendwie, wie kriege ich das Baumenü schon wieder weg? Nee, ich möchte das Baumenü wegbekommen. Bin ich an irgendwas hier gelockt? Das Beliebtheit, Bewertungen. Ah, mit offen kriegt man das hin. Okay. Gut zu wissen. So, also jetzt muss ich mich hier. Das bin ich. Da muss hier an beiden Geräten sein. So. Weil da mag auch eines der, dieser Geräte. Warum ist der. Ah, und ich sehe auch hier die Fähigkeitsstufe. Ist mir gar noch nicht aufgefallen. Sorry. Dann kann ich natürlich den wählen, der am ehesten für das noch in Frage kommt. Also die zwei. Das sind unsere Köche. Und dann bleiben. Genau, ich habe die gleichen gewählt. Zum Glück. Bleibt der hier übrig. Und die da. Aber das sind auch beides Leute, die das gern machen. Also so wie es aussieht. Ich hoffe, das passt so zusammen. Gut. Gehen wir hier auf die Putzkarte. Neue Zone. Der macht das gerne und die hat Skill. So, also, wenn man das Menü mal versteht, dann ist es gar nicht mal so schlecht gemacht, muss man sagen. Okay, let's go. Ich will mal sehen, ob das da gut losgeht. Ihr kommt schon arbeiten. Hat aber noch keinen Stress, also passt alles. Und mein Charakter ist jetzt auch da. Wie geil. So. Der hat auch, der ist proaktiv und genial. Als Figur. Und das ist ein Partymonster, der da, okay. Gut. Und jetzt kommen hier die Horden von Influencern. Da bin ich ja mal gespannt. Und wir müssen ein Gericht machen, was sauteuer ist. Das kommt noch dazu. Wir müssen noch ein Gericht mehr machen. Unbedingt. Jetzt der mega sloppy Burger und Joe und Pommes. Wie sieht das aus? Schweinebauch, Rinderhack, Burgerbrot. Räucherspeck und Pommes frites. Das ist ja so etwas. Und der mega sloppy. Der hat ja auch. Aber da könnte man jetzt zum Beispiel noch. Also wie ihr seht hier, das Bild ist völlig egal. Da könnte man ja noch Pommes hinzufügen. So, wir können ja mal. Komm, wir testen das mal aus. Den Mega Sloppy. Sorry. Extreme. Jetzt habe ich noch einen Screenshot gemacht, ja. So, das soll ein X sein. So. Schade, kann man nicht kopieren. Rinderhack. Und das gute Burgerbrot da unten. Genau. So, speichern. Der hat jetzt noch Pommes dazu. Und den. Was ist der ausgerechnete Preis für den? 42. Ist schon eigentlich ein bisschen mehr als der andere, aber wir gehen hier auf 70. So. Weil das ist ja hier die Aufgabe. Bonus. Für 5 Gerichte für 70 oder mehr. Bin gespannt, ob den jemand nimmt. Weil normalerweise, es ist ja die Extreme-Version. Und die müsste ja mindestens jemand müsste denken. Oh, so geil. Ich muss den haben, nur weil es was Besseres ist, was es schon, sonst schon gibt. So, und das wollte ich nicht gerade da hinsetzen. Hier ist es besser. Oh, dann müssen wir den noch.
da in die Ecke packe. Was heißt das? Ah, die Ecke ist nicht zugänglich. Die ist eigentlich auch egal, aber hier. So. Gut. Zugewiesen ist das ja. Sehr gut, da sind die ersten hingesessen und jetzt geht es dann gleich los. Ich bin gespannt. Stellen wir die Zeit ein bisschen höher. Unsere Beliebtheit darf nicht sinken. Die Frage ist halt, sind die Preise so, wie sie sein sollten, oder sind sie absichtlich erhöht, dass ich nur scheitern kann? Das frage ich mich halt. Oder soll ich generell einfach mal den Joe und Pommes dem Richtpreis entsprechend anbieten? Das wäre vielleicht auch was. So, dann gibt es ein Gericht, was mindestens dem Richtpreis entspricht. Weil das interessiert uns ja eh nicht groß. Also klar, wir müssen hier Umsatz generieren, aber bei den Preisen sollte das ja möglich sein. Habe ich so das Gefühl. So, die sind alle ein bisschen deprimiert irgendwie. Okay, da wird aber gut gearbeitet. Irgendwie stehen alle hier rum dabei. Gut, die muss da putzen hier, aber sonst hat die ja nichts zu tun in der Küche. Jetzt ist die Frage, wie viel Platz haben wir noch? Nicht viel. Ich glaube, wir können da nicht mehr erhöhen als 5. Zutatenrabatt. Ah, durch jemanden, der dieses Perk hat. Burgerbrot wird knapp. Versuch mal hier auf. Macht der Maximum dann? Das ist auch 4-mal verwendet. Hier, das Rinderhack ist auch 4-mal verwendet. Und der Rest ist weniger verwendet. Ah ja. Haben wir noch neue Dinge hinzugefügt? Nee. Alles da. Gut. Ja, wenn es keinen Rinderhack mehr gibt, dann Pech gehabt. Dann ist es halt so. Okay. Pause los, Pause Ende. Ich kann auch... welche habe ich gesehen? F10? F10 kann man das Menü ausblenden. Kann man sich das ein bisschen besser anschauen hier. Sind gerade alle gegangen. Man kann auch ein bisschen mehr rauszoomen. Ist auch schön. Und wenn ich wieder klicke, kann ich die Zeichen wieder einblenden. Es gibt zwei verschiedene Arten da. So. 57% ist schon etwas höher als sonst schon. Mittelmäßig teuer, wie schon erwartet. Mega Sloppy Extreme, der hat den gekauft. 1 von 5 schon. Mittelmäßig teuer. Willst du mir ja nicht erzählen. So. Verdienen an einem Tag haben wir auch erreicht. Ich habe das Gefühl, die sind ultra leicht. Gesetzt die Ziele. Es ist ja immer noch der erste Tag. Die Beliebtheit steigt. Und wir müssen nur noch 4-mal den Extreme. Ich hasse alles auf der Karte. Okay. Immerhin sauber ist es. Vulkanburger. Joe und Pommes. Ja, also vor allem hier die 8 Tische bedienen, das ist ja eigentlich, das macht sich ja von alleine. Es warten sogar schon Leute vor dem Restaurant. Die Frage ist nur, man darf es natürlich auch nicht übertreiben, weil sonst sind die Mitarbeiter erschöpft. Und zumal es ja jetzt noch eine... Es ist ja eine Kampagne, also es kommt ja, sobald wir die Ziele erfüllt haben, kommt wahrscheinlich das nächste Restaurant. Da würde ich das jetzt so belassen. Oh, da kommt gerade eine schlechte Bewertung rein. Das ist natürlich nicht so toll. Joe und Pommes war günstig. Das K ist wieder einer, der einen Extreme gekauft hat. 2 von 5. Ja, kommen auch wieder positive Bewertungen. 51%. So, ich kann das Spiel fortsetzen, wenn ich daran glaube, dass noch einer diesen Sloppy Extreme kauft. Komm, dann hätten wir alle Ziele, das wäre doch gut. Ich weiß zwar nicht, was es uns bringt. Stufe hoch.
Wahrscheinlich unser Charakter wird mitkommen ins nächste Level. Gehe ich mal davon aus, wenn der hier arbeitet und so. Aber es war leider nicht unser. So, wir haben alle abgeschlossen. Und ich würde sagen, ja, das war jetzt irgendwie nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir uns doch das nächste Level an in der nächsten Folge. Schreibt mir gerne euer Feedback zum Game in die Kommentare und beim Familienbetrieb werden wir das nächste Mal ansetzen. Bis dahin, tschüss!